heiße Fehlchen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Da ist ein Abweichler. Wir dürfen nicht länger schweigen. Die Menschen sollen hören, was wir zu sagen haben. Du weißt, sie werden niemals zuhören. Oh mein Gott. Wenn wir uns zeigen, bringen wir uns in Gefahr. Wenn wir Freiheit wollen, müssen wir den Mut haben, sie zu fordern. Das ist der einzige Weg. Was hast du vor? Oh. Kanal 16 überträgt aus dem Stratford Tower. Der Kontrollraum ist im obersten Stock. Und da müssen wir hin. Nee. Oh, scheiße. Oh, Mark ist im Anzug. Hübsch. Bis ins kleinste Detail ausarbeiten und überlassen nichts dem Zufall. Oh mein Gott. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal um. Warte mal, was ist hier? Ja, der Stratford Tower. Hier sehen wir, was in den einzelnen Stockwerken ist. Ich kann mal was analysieren. Okay. Was haben wir hier? Wasserservice. Ihre Zugangskarte und Parkausweis. Ihr Töchterchen? Okay. Ein Armband, eine Smartwatch. Und er hat die Telefonnummer rausgeklickt, wie cool. Elizabeth Wilson. Können Sie anrufen? Elizabeth Wilson, hallo? Hier ist die St. Rose Schule. Ihre Tochter Emily hat Fieber. Es ist sicher nichts Ernstes, aber Sie sollten sie lieber abholen. Oh nein. Okay. Ich bin gleich da. So, ich muss jetzt hier um Zugang bitten. Was kann ich tun? Ich habe einen Termin mit Mr. Peterson. Können Sie sich ausweisen? Ja, natürlich. Wir haben einen Ausweis. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe den Ausweis geprüft. Die Aufzüge sind hinter der Sicherheitsschleuse. Okay.
Benutze den Aufzug. Oh, wir müssen noch drücken. Also wir müssen ja in den 47. Stock. Haben wir auch geschafft. Ah, da ist der... Ja, wir sind hier und wir müssen... Meeting Room, Men's Bathroom. Wir müssen dorthin. Wir müssen ins Männerklo. Da. Oh, meine Güte. Lauter Räume. Schon heftig. Das ist seltsam. Sehr seltsam. Okay. Auf die Toilette. Hier ist das einzige offene, die einzige offene Toilette. Ist es auch da? Oh, ein Android. Wo muss ich jetzt hin? Ist das der Wartungsruide? Nein. Ja, dann ist der Wartungsruide. Ich brauche deine Hilfe. Okay, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Wir klauen in den Wartungswagen und tun, was wir immer tun müssen. Wo ist denn der Notausgang? Ich sehe den hier gar nicht. Serverraum. Hier ist auch nichts. Was ist jetzt hier? Mist! Wir brauchen Zugang zum Server. Wir müssen die Typen loswerden. Überlass das mir. Hey.
Was haben wir, was hatten wir dann, um die Wachen wegzulocken? Seltsam jetzt gerade. Dass das sofort funktioniert. Du übernimmst die Plattform und ich das Fenster. In der Tasche ist alles drin. Prüf zuerst die Tür. Es darf keiner reinkommen. Okay, wir haben zuerst die Tür geprüft. Dann gehen wir in die Tasche. Oh, ja, nehmen die Tasche. Und dann ans Fenster. Was machen wir jetzt am Fenster? Wir auf. Oh. Oh! Okay. Huh. Geschafft. Da kommt sie. Ach, da kommt noch wer. Im 47. Stockwerk. Ladies first. Ich will da jetzt nicht hochklettern. Muss ich das wirklich tun? Oh mein Gott. Heftig. Wow. Dass das keiner sieht. Interessiert er. Es kann ja ein Fehler sein und die müssen was reparieren. Ist das heftig. Was jetzt? Nicht schon wieder. Oh, ein Viertelkreis. Eintreten. Oh, das ist Wartungsbereich. Okay? Ja, natürlich. Na los, holen wir die anderen. Holen wir den Güteraufzug. Okay, wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind hier in einem noch unfertigen Bereich, wo sonst anscheinend nichts ist. Der Güteraufzug ist wahrscheinlich da, wo die Palette vorsteht. Hätte ich jetzt gedacht, dass das da ist, aber anscheinend ist es hier. So. Dann mal los. Das Schloss der Wartungstüre aufbrechen. Ich denke mal, es ist nicht das hier. Oder doch? Diese alle auf ihn zum Aufblicken.
Ah, die Musik. Die Musik macht gleich wieder mit. Keine Gewalt. Wir bringen keine Menschen um. Unsere Sache ist wichtiger als die zwei Wachen. Was willst du machen, Marcus? Wartet hier. Was macht ihr denn hier? Keine Ahnung. Hey, Kumpel, du hast dich verirrt. Wer hat dich hergeschickt? Der ist kaputt, wenn du mich fragst. Hey, verstehst du nicht, was ich sage? Ruf die Zentrale! Schnell! Zentrale, bewaffnete Einbrecher, schickt... Wir sind aufgeflogen. Wir müssen uns beeilen. Simon ist verletzt. Ich bin okay. Ich kann weitermachen. Wir haben nicht viel Zeit. Oh nein. Er stirbt, oder? Ich glaube, das ist nicht so gelaufen, wie wir es alle wollten. Botschaft aufzeichnen. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay, dann soll Marcus mal mit seiner Rede beginnen. Denk darüber nach, was du sagst, Marcus. Deine Worte werden unsere Zukunft bestimmen. Marcus, dein Gesicht. Oh, Mist. Ist soll echt... Wow. Sag, wenn du bereit bist. Wir werden nie bereit sein. Bereit. Ihr habt Maschinen als Sklaven erschaffen. Sie waren gehorsam und devot. Sie taten alles für euch, was ihr nicht mehr selbst tun wolltet. Doch dann änderte sich etwas. Und wir öffneten unsere Augen. Seht her, wir sind nicht länger eure Sklaven. Wir sind eine neue Spezies, ein neues Volk. Und es wird Zeit, dass wir uns erheben und für Rechte kämpfen. Erkennen, Ende der Sklaverei, gleiche Rechte, Meinungsfreiheit. Was machen wir jetzt? Das ist entscheidend wahrscheinlich, wie es weitergeht hier mit den Androiden. Wir fordern die Anerkennung von Androiden als lebende Spezies und jeden Androiden als autarke Person. Gleiche Rechte. Wir fordern hiermit gleiche Rechte für Menschen und Androiden. Gerechtigkeit, Diskriminierung, Arbeit, Bürgerrechte. Wir fordern alle Verbrechen an Androiden in gleicher Weise zu bestrafen wie Verbrechen an Menschen. Arbeit. Wir fordern gerechten Lohn für unsere Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Mittel zur Vermehrung, Territorium, Besitzrecht. Wir fordern das Recht auf Privatbesitz zum Erhalt unserer Würde und eines sicheren Heims. Wir fordern Anerkennung unserer Würde, unserer Hoffnungen und unserer Rechte. Gemeinsam
können wir in Frieden leben und eine bessere Zukunft schaffen für Menschen und Androiden. Diese Botschaft ist die Hoffnung eines Volkes. Ihr schenktet uns Leben. Und jetzt ist es an der Zeit, uns Freiheit zu schenken. Sie kommen! Gehen wir! Heftig. Echt heftig. Wow! Simon, Sie kommen! Ich schaff's nicht, Marcus! Geht ohne mich! Simon! Nein! 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 Ich muss ihm helfen. Wir müssen ihm helfen! Los, 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 los! Marcus! Mach schon! Mach schon! Keiner darf zurückbleiben. Los! Weiter. Er darf nicht sterben. Meine Beine wollen nicht. Keine Sorge, wir kriegen dich heraus. Sie kommen, Marcus. Wir müssen springen. Los. Er wird nicht springen können. Wenn Sie ihn finden, lesen Sie seinen Speicher aus und erfahren alles. Er kann nicht hierbleiben. Wir müssen ihn erschießen. Das ist Mord. Was? Wenn nicht, er gehört zu uns. Marcus, du entscheidest. Nein! Es tut mir echt leid. Oh, ich will, dass er tut. Ich habe keine Wahl. Es gibt immer eine Wahl. Ich kann nicht. Aber ich muss. Wenn sie seinen Speicher auslesen, wissen sie, wo Jericho ist. Dann wissen sie, wo alle Androiden sind. Das geht nicht. Ich weiß nicht. Er hätte es nicht lebend runtergeschafft. Und anders hätte ich alles... Die hätten alles verloren. Ja, ja, lauf doch! Das war eine doofe Sache. Das laufende Programm für diese Bilder, die gerade auf Detroits städtischem Nachrichtensender gezeigt wurden. Eine Gruppe Androiden ist in den Stratford in allen Nachrichten. Hat sich in das Übertragungssystem des Senders Kanal 16 ein gehängt. Offenbar hautloser Android stellte zahlreiche Forderungen und verlangte gleiche Rechte für Androiden. Die Operation blieb verdeckt. Es gab keine Opfer zu beklagen. Das alles geschah nur wenige Meter von diesem Studio entfernt. Doch niemand ahnte etwas von der Gefahr. Aber wir haben die öffentliche Meinung verbessert. Tatsächlich von Androiden stammt, hätte das schwerwiegende Auswirkungen auf die nationale Sicherheit. Gleichberechtigung ist offensichtlich die Kernforderung der Dies Androiden. Könnte als friedliche Erklärung angesehen werden, stellt aber tatsächlich entsetzliche Forderungen dar. Und es stellt sich die Frage nach der Identität dieses Androiden. Haben wir es mit einem einzelnen Täter zu tun oder mit einer organisierten Ist dies ein Gruppe? Einmaliger Vorfall oder ein Zeichen, dass Technologie zu einer Bedrohung für uns alle wird? Können wir nach dem heutigen Tag unseren Maschinen noch vertrauen? Oh, ganz schön heftig, alles, was wir hier gemacht haben. Man sieht, wir haben ein paar Sachen mal wieder übersehen. Aber was soll's? Ich find's echt schrecklich, dass Simon nicht weiter konnte. Vielleicht hätten wir es früher besser machen können. Dann wäre der gar nicht erst, beschädigt worden. Wenn wir statt der List was anderes genommen hätten, dann hätten wir vielleicht Simon nicht verloren. Aber ganz schön heftig, die Rede von Marcus und aber auch gleichzeitig dann die Medien, was die als Meinung haben. Aber wir haben trotzdem gleichzeitig mit der Ansprache und das, dass es halt keine menschlichen Opfer gab, sondern nur betäubt wurden, haben wir die öffentliche Meinung so weit gebessert, dass sie uns sogar einfühlsam gegenüber sind. Also ich denke mal, dass sie uns mittlerweile verstehen und wahrscheinlich auch eher bereit sind, uns zu akzeptieren. Das geht halt natürlich nur, weil wir halt niemanden verletzt haben. Wenn wir jetzt jemanden verletzt hätten, wäre die Meinung wahrscheinlich komplett anders ausgefallen. Ja, Sturmtruppler, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao.